What a wonderful day. What a wonderful life. Kiss me because I'm Jewish. Thank you, Hashem. You speak English? You speak English, huh? In einem meiner Seminare erzählte ich von einem Paar, das sich gerade so richtig schön gemütlich gemacht hat auf der Couch. Und die haben sich über das Leben unterhalten und dabei sagte er total depressiv, ein bisschen melancholisch: Du, ganz ehrlich, Schatz, aber das Leben in einem Wort ist einfach nur Scheiße. Oh, CEO! So kann man doch nicht reden. Denk positiv. Dann sagt er, stimmt. Schöne Scheiße. So eine schöne, ja. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Am Ende ist schön einfach immer an erster Stelle. Und danach kommen wirklich Dinge, die weniger toll sind, weniger angenehm sind, weniger gut riechen vielleicht sogar. Mit dieser Anekdote will ich versuchen, und wollte ich auch damals, nicht damals, sondern bei meinem letzten Seminar versuchen, eben dem Positiven im Allgemeinen und auch den Ressourcen in uns mehr Raum zu geben. Denn wenn wir da mehr Raum schaffen, dann haben wir mehr Überblick und dann schaffen wir es dann in der Regel auch leichter, diese positiven Dinge und Ressourcen wieder zu entdecken und dann einfach nur auf Play zu drücken, also wieder zu aktivieren, damit wir nicht so sind wie der El Bandi, der seiner Frau erzählt hat, dass immer alles nur Scheiße ist. Wieso sage ich heute diese Dinge so ganz direkt? Wieso? Denn ich möchte, dass du eine Sache weißt. Unser Kopf hier, unser Gehirn, der funktioniert wie ein Computer. Was du reingibst, das gibt unser Gehirn im Vielfachen raus. Wie der Computer. Du gibst etwas rein, im Vielfachen gibt er das raus. Unser Gehirn das Allergleiche. Deswegen müssen wir aufpassen. Wenn du Scheiße reingibst, gibt der Scheiße raus, unser Kopf. Gibst du Licht rein, gibt es Licht raus. Gibst du Herz rein, gibt es Herz raus. Gibst du Liebe rein, gibt es Liebe raus. Gibst du Emuna rein, gibt es Emuna, die Kraft des Glaubens, raus. Und zwar um ein Vielfaches. Deswegen weg mit dem ganzen Scheiß. Jetzt sage ich schon wieder. Ich möchte, dass du das wirklich verinnerlichst. So, und wieso habe ich das jetzt so oft gesagt? Um eben etwas zu demonstrieren, was mir dann passiert ist nach meinem Vortrag, wo es eben um diese Thematik gegangen ist. Dann kam dann ein Mann zu mir und sagte zu mir, aber müssen Sie das jetzt so sagen? Darf ein Rabbiner das sagen, ja oder nein? Das Wort Mist. Darf ich das sagen? Ich habe natürlich dann geantwortet. Aber bevor ich euch sage, was ich geantwortet habe, meine Antwort war natürlich sofort, ich habe nicht als Rabbiner gesprochen, sondern als Psychotherapeut. Als Psychotherapeut darf ich das sagen. Ich habe dann das noch unterstrichen. Mit etwas Wissenschaftlichen, denn Freud hat ja schon bewiesen, dass immer dann, wenn wir Sprache benutzen, die im Alltag nicht immer akzeptiert ist, dann aktivieren wir somit unser episodisches Gedächtnis, so heißt dieses Teil. Und immer dann, wenn wir dieses episodische Gedächtnis aktivieren, dann kommen wir zu dem Punkt. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel philosophisch sein, sondern ich möchte hier jetzt mal kurz ausschweichen. Wir haben jetzt zwei Sachen.
Die eine ist, wie ich begonnen habe, dass wir eben unser Leben als nicht gut empfinden. Und auf der anderen Seite kommt dann irgend so einer angetanzt und macht jetzt den Moralapostel und fragt eine Frage, die wir als indiskret, unhöflich, unangenehm werten können. Und jetzt zwei Sachen, die wir heute lernen werden. Die eine Sache ist, wie eben gesagt, ich fühle mein Leben ungut, wie komme ich jetzt damit raus? Und die andere ist, wenn ich jetzt blöd angemacht werde mit einer indiskreten Frage, wie kann ich ihn antworten, um mich da geschickt aus der Affäre zu ziehen? Diese zwei Sachen werden wir heute lernen. Bleiben wir bei der Frage. Darf ich so reden? Also, wenn dir eine Frage indiskret oder unangenehm vorkommt, dir das so erscheint, dass jetzt jemand hier dir absichtlich am Fuß getreten ist vielleicht, dann überlege zunächst, also bevor du wirklich reagierst, überlege zunächst, ob die Frage tatsächlich auch so gemeint ist. Weil oft fragen Menschen, um ins Gespräch zu kommen und überlegen sich eigentlich gar nicht, was sie hier eigentlich für eine Bombe hier losgelassen haben. Das ist uns auch mal passiert. Du bist irgendwo und du bist überhaupt nicht im Fokus. Was ist jetzt los? Ich bin mal geflogen mit einem israelischen Reporter. Zvi Cheskeli heißt der. Ich bin geflogen mit ihm letztes Jahr nach Oman. Wir waren im selben Flieger. Nach Oman, Rosh Hashanah. Und unterwegs hat er mir eine Geschichte erzählt. Er ist ein Reporter für eine ganz spannende Arbeit hat er. Er ist Reporter in Sachen Araber. Er ist unterwegs und schaut halt immer, und er ist immer undercover auch unterwegs. Das bedeutet, der hat so ein bisschen vom Aussehen her so ein Orient-Style. Also wenn du ihm so ein bisschen am Bart wächst und ein bisschen Frisur machst und das, dann geht er glatt als Ali durch. Und deswegen macht er auch immer solche Undercover-Aktionen mit versteckten Kameras und versteckten Mikrofons mit dem richtigen Team und fährt nach Syrien, nach Libanon, dahin, dorthin und richtig rein in die islamischen Slums und richtig rein in die islamischen Ghettos und macht einen als und bekommt dann die Infos von und macht eine riesen Reportage daraus. Und dann im Flieger sind wir so zusammengesessen und habe zu ihm gesagt, jetzt erzähl mal eine Story, wo du dir wirklich in die Hosen gemacht hast. Vor Angst, wo du gesagt hast, so, meine Verkleidung ist jetzt hops gegangen und ich bin jetzt gleich auf der Himmelsort, weil mich jetzt jemand hier nach oben schnallt oder knallt oder schießt oder je nachdem. Hast du deine Geschichte, habe ich ihm erzählt. Habe ich ihn gefragt. Und er sagte zu mir, ja, da habe ich eine. Dann hat er mir erzählt, dass er mit einem anderen Kollegen zusammen, sie waren in Ramallah. Die haben da etwas gemacht. Ich habe das Detail jetzt vergessen, aber die waren da wie undercover unterwegs in irgendeiner Moschee und haben da was heraus recherchiert und haben es geschafft. Sie haben das Material gehabt. Sie waren glücklich, sie waren zufrieden. Happy Day. Und jetzt lass uns wieder zurück von Ramallah nach Jerusalem mit einem großen Lächeln. Das wollten sie so tun. Und unterwegs, wo sie jetzt schon auf dem Weg sind nach Jerusalem sozusagen, immer noch in Ramallah, sagt dann der Kompagnon von ihm, du ganz ehrlich, es gibt hier in Ramallah ein Restaurant, die haben das beste Hummus auf der ganzen Welt. Hummus, kennst du Hummus? Hummus, das ist ein israelisches Gericht. Das ist kein Gericht, sondern so ein Streich. Eine Creme, die du aufstreichst aufs Brot, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das schmeckt so lecker, so schmeckt Israel, so schmeckt der Wahnsinn. Wow. Und jetzt sagt der Kompagnon zum Zvi Cheskeli, du, in diesem Restaurant in Ramallah, die haben das beste Hummus auf der ganzen Welt. Wir schaffen es nicht so lecker zu machen wie die. Jeder sagt es zu mir und ich will dahin und will dieses Hummus probieren. Sagt der Dusch,
Wir sind ja undercover. Das, wisst ihr, dass unsere Tarnung jetzt hops geht? Weiß ich nicht. Sollen wir da jetzt unbedingt da rein Hummus essen? Sagt er, ja, natürlich, Hummus. Gut. Sie fahren jetzt in dieses Restaurant. Zwi hat sich überreden lassen. Ich muss hinzufügen, heute ist Zwi ein gläubiger Jude. Zu diesem Zeitpunkt war er noch ungläubig. Deswegen ist er natürlich in dieses Restaurant gegangen, das nicht koscher ist. Heute würde er da im Leben nicht reingehen. Wenn er koscher gelebt hätte schon damals, hätte er nicht Todesangst erleben müssen. So, was ist passiert? Jetzt sitzen sie in diesem Restaurant und die zwei sprechen perfektes Arabisch, akzentfrei. Das bedeutet, also du merkst nicht, dass er Israeli oder weiß ich nicht was ist, sondern du merkst wirklich, der Typ ist hier geboren in Ramallah und der spricht das perfekteste Arabisch von, der spricht Arabisch besser wie alle anderen Araber. So, jetzt sitzen sie da drin, bekommen die Speisekarte, ahlan und sahlan, wie geht's? Assalamu alaikum, alaikum salam, sprechen miteinander, hallo, hallo, wie geht's, alles klar, Speisekarte, super. So, jetzt schauen sie sich die Speisekarte an und sagen noch zwei Minuten, warum, weil die Atmosphäre in diesem Restaurant war absolut explosiv. Denn auf der einen Seite des Restaurants saßen Hamas-Leute mit ihren Waffen. In Ramallah geht man mit Waffen spazieren. Und auf der linken Seite die Fatah-Leute, die PLO. Die mögen sie ja nicht. Und dann, heute immer noch nicht, aber damals erst recht nicht. Und beide mit Waffen und beide schauen sich an und die sitzen in der Mitte. Jetzt reden die natürlich auf Arabisch und schauen sich das Theater hier an, links und rechts, mit den ganzen Verrückten um sich herum. Haben sie gesagt, was machen wir denn jetzt? Ich bin ein Superstar, hol mich hier raus. Das geht hier nicht. Jetzt sitzen sie so drin und der Kellner fragt sie, was willst du? Was willst du essen? Gut, der Zwiehe Skelly, der wollte kein Hummus, da hat er sich was überlegt, da hat er sich was bestellt. Und der Freund fragt ihn, was willst du? Er schaut ihn an und sagt, Hummus. Auf Arabisch, ich will Hummus. Der Kellner schaut ihn an und alle um sich herum schauen sie an am Tisch. Pfuh. Seid ihr Juden? Seid ihr Juden? Er fragt die der Kellner fragt die zwei, seid ihr Juden? Jetzt schauen sie sich gegenseitig an und sagen, so ein Schmarrn, wieso Juden? Er sagt, was, wieso Juden? Jetzt ist 19 Uhr. Nur Juden essen um 19 Uhr Hummus. Hier bei uns ist keiner um 19 Uhr Hummus. Ihr wollt Hummus, ihr seid Juden. Sag mal, wie die in Schubladen denken, Ramala. Und dann haben sie natürlich auch kaputt gelacht. Und dann haben sie die Story erzählt, die sie zwei Wochen in Ramala erzählt haben, dass sie eigentlich woanders her sind. Und hier und da und da und da und das. Und die Hamas-Leute und Fatah-Leute wollten schon beginnen zu schießen. Und irgendwie haben sie dann alle das dann so rausgeredet und hey und das und dann war noch tolle Stimmung irgendwie. Dann haben natürlich schön die Juden verflucht und dann alle glücklich gemacht. Und am Ende haben sie kein Hummus gegessen. Das war bloß ein Scherz. Ich wollte nur sehen, wie ihr hier unterwegs seid. Ob ihr die Juden, ob das auch in Ramallah so, ob ihr das auch in Ramallah wisst. Das ist nur Juden um 19 Uhr Hummus essen. Und dann hat er mir das erzählt. Er hatte Todesangst. Gänsehaut, ja? Stell dir mal vor, du sitzt in dem Restaurant mit dem Verrückten. Bist du Jude? Faszinierend. Wieso habe ich euch jetzt diese Geschichte erzählt? Gute Frage, oder? Wieso habe ich das erzählt jetzt eigentlich? Ah! Wegen den indiskreten Fragen. Bist du Jude? Wie gesagt, auch du bekommst immer solche Fragen. Bist du verheiratet? Was verdienst du eigentlich? Was hat denn dein Auto gekostet? Was hat denn das ausgekostet? Jeder will dir immer die Hose ausziehen.
Aber bevor du wirklich so denkst, dass das so indiskret ist, solltest du tatsächlich überprüfen, wie ich eben sagte, ob das auch wirklich so gemeint ist. Weil oft ist es wirklich halt eben nicht so gemeint und ein völlig anderer, neutraler Hintergrund steckt da meist dahinter. Und manchmal ist dann die Frage tatsächlich ja wirklich gar nicht so peinlich, wie wir das empfinden. Aber in dem Moment, wo wir eine Frage als peinlich für uns empfinden, passiert es dann sehr oft, dass wir eine Antwort geben, die dann wirklich peinlich ist. Deswegen überprüf das, bevor du antwortest. Was ist denn hier eigentlich der Background von dieser Frage? Und deshalb ist wirklich das alte Sprichwort, ihr kennt das bestimmt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das passt jetzt hier so rein. Überprüf die Dinge. Überprüf das sehr gut, bevor du hier antwortest. Aber wenn du jetzt definitiv für dich selbst empfunden hast oder identifiziert hast, dass hier jetzt jemand eine indiskrete, peinliche, unangenehme Frage gestellt hat, wie kannst du dich da jetzt am besten aus der Affäre ziehen? Das geht am besten mit einer sehr sicheren Methode. Diese Methode heißt die 3T-Methode nach der Formel Touch, Turn, Talk. Was bedeutet das? Touch, das bedeutet, reagiere kurz auf die Frage. Kurz und knackig. Gib eine für dich unangenehme Frage nicht mehr Raum als nötig. Reagiere sofort, aber halt eben kurz und knapp. Gib nicht so viele Informationen oder überhaupt keine Informationen. Gleich sehen wir, was ich damit meine. Das ist das Touch. Das Turn, was ist das? Wechsel aktiv das Thema. Wechsel aktiv das Thema, dass dein Gesprächspartner gar nicht erst in Versuchung kommt, nachzuhaken. Weil wenn jemand irgendetwas Unangenehmes fragt, dann ist es in der Regel eine Nervensäge und diese Nervensäge hat viele Appartoirs in seinem Gepäck dabei, um halt eben nachzuhaken und die wirklich total in Verführung zu bringen. Lass es nicht zu, wechsel einfach das Thema, Turn. Und Talk bedeutet, übernimm du die Gesprächsführung, indem du eine offene Gegenfrage stellst, wenn möglich an weitere anwesende Personen, wenn da jetzt noch welche da sind. Wenn nicht, eine gekonnte offene Gegenfrage, die ist einfach sehr gut. Und wenn wir jetzt halt hier reintauchen in diese 3T-Methode, da gibt es spezielle Techniken, die du da anwenden kannst. Eine Technik ist zum Beispiel die Null-Informations-Geben-Technik. Du gibst null Information. Zum Beispiel, wie ich eben sagte, was verdienen Sie denn eigentlich? Kennst du das? Fragt dich irgendein Charlie, was verdienst du eigentlich? Dann kannst du ganz allgemein antworten. Null Information gibst du, aber du antwortest mit null Information. Ganz allgemein. Danke, ich bin zufrieden. Das ist eine super Antwort. Was verdienst du eigentlich? Ja, danke, ich bin zufrieden. Oder das branchenübliche Gehalt. Das ist höflich, du antwortest. Null Information. Natürlich kannst du auch deinen Humor einsetzen, indem du sagst, ciao, ganz ehrlich, ich verdiene weniger, als ich verdiene. Ich verdiene weniger Geld, als ich eigentlich verdiene, zu bekommen. Nur, mein Chef hat es noch nicht bemerkt. Das ist halt das Handicap jetzt hier. Kannst du es ein bisschen mit deiner Sprache verbessern, verfeinern, verschönern, aber halt eben mit der notwendigen Würze an Humor. Mit einer solchen Antwort, mit diesen Antworten, die ich ihm gegeben habe, sendest du im Grunde genommen deinem Gesprächspartner ein klares Signal, dass du nicht mehr preisgeben willst. Er versteht dadurch, dass wenn er jetzt hier weiter bohrt, dass das unhöflich und unanständig ist und deswegen wird er das einfach unterlassen. Aber es gibt natürlich immer diese absoluten Nervensägen, die einen Doktor in der Nervensägen sein haben. Und obwohl sie wissen, dass es unhöflich und unanständig ist und sie haben wirklich ein klares Signal empfangen, versuchen sie dennoch weiter zu bohren, lass es gar nicht erst so weit kommen. Indem du ihm sicherstellst,
dass du jetzt, nachdem du diese Null-Information-Antwort gegeben hast, hier jetzt eben noch einen draufsetzt und aktiv das Thema wechselst, indem du zum Beispiel sagst, aber viel wichtiger als die Bezahlung ist mir die Herausforderung. Meine Arbeit ist wirklich spannend und interessant und sie gefällt mir. Neulich zum Beispiel, da war das und das in dem Restaurant in Ramallah mit meinem Hummus, das war natürlich ein Erlebnis mit der PLO, mit der Hamas, mit den ganzen Verrückten, das war natürlich Wahnsinn jetzt hier. Das kannst du tun. Und so umgehst du eine unangenehme Frage sehr gut. Eine weitere wertvolle Technik, die viele als typisch jüdisch für eine Antwort auf eine Frage empfinden, das ist was? Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Kennt ihr das? Jemand fragt einen Juden, wieso antwortet ihr Juden eigentlich immer mit einer Gegenfrage? Nun, warum nicht? Mir gefällt das. Mit einer Gegenfrage. Beispiel. Du kannst jetzt diese Gegenfragen, dann hat es in sich. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach einem Gehalt fragt, dann kannst du es gibt die kindische Art, was bedeutet, dass du genau so antwortest, wie du gefragt wurdest. Wie alt sind sie? Wie alt sind eigentlich sie? Wollen sie nicht noch ein zweites Kind? Ja, und sie? Ihr drittes? Unterwegs schon? So wie du gefragt wurdest, so antwortest du. Gefällt mir weniger. Mir gefällt wirklich der Tiefengang, indem du fragst, warum interessiert sie das? Wieso interessiert sie das jetzt? Mit einem Lächeln natürlich, Humor. Und die hat es in sich, weil diese Technik, die eignet sich immer dann besonders gut, wenn du dir selbst Klarheit über die Motive deines Fragenstellers jetzt hier verschaffen möchtest. Zum Beispiel bleiben wir bei dieser indiskreten Frage nach deinem Gehalt. Wenn du jetzt nachhakst, warum fragen sie mich das jetzt? Oder wieso interessiert sie das? Dann rechtfertigt sich dein Gesprächspartner in der Regel, vielleicht, nicht in der Regel, vielleicht, ganz ehrlich, mein Sohn, der möchte jetzt hier auch in diese berufliche Richtung einsteigen und ich frage mich, ob das eine gute Entscheidung ist. Jetzt hast du ein klares Motiv. Das klare Motiv für dich ist hier jetzt, wow, jetzt kannst du verstehst jetzt, warum er gefragt hat, du kannst die Frage jetzt viel besser einordnen und du verstehst jetzt, dass dein Gesprächspartner, den interessiert gar nicht dein individuelles Gehalt. Der hat dich gar nicht am Kicker, du bist gar nicht so interessant. Sondern eine allgemeine Antwort zu den Verdienstmöglichkeiten in dieser Branche, in der du tätig bist, das würde ihn jetzt wahrscheinlich wirklich ausreichen. Und das macht natürlich happy. Und hier kannst du dann wirklich auch ein tolles Gespräch beginnen, weil sicherlich interessiert er sich dann auch für weitere Informationen zu deinem Berufsbild. Du hast also gleich einen wirklichen Anknüpfungspunkt für das weitere Gespräch und das ist dann natürlich toll. Das ist das eine. Aber bleiben wir bei Formulierungen für eine Gegenfrage. Bleiben wir bei der Formulierung für eine Gegenfrage. Worum interessiert dich das jetzt? Ich finde das genial. Also ich stelle die Frage gerne. Wenn mich jemand indiskret fragt, dann frage ich das. Wieso interessiert sie das jetzt? Das ist gut, oder? Das ist auch was ich oft sage, wenn ich es wirklich nicht verstehe. Ich verstehe nicht ganz, warum das in diesem Zusammenhang wichtig ist.
Du bist jetzt gerade in irgendeinem Gesprächsthema und dann kommt irgendeine Frage vom Kuckuck. Ich verstehe es jetzt nicht ganz, warum das jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist. Dann kann er es erklären, er wird sich rechtfertigen und dann erweitert er entweder meinen Horizont, weil ich ihn nicht verstanden habe, oder er outet sich als Nervensäge. Und dann null Information. Oder wenn jetzt jemand unhöflich wird, so ein bisschen unhöflich, er dich in Frage stellt, deine Autorität in Frage stellt, dein berufliches Können, dein Elternsein, deine Qualifikation, dann kannst du fragen, was bezwecken Sie mit dieser Frage jetzt? Oder was meinen Sie damit genau? Oder wie kommt es, dass Sie sich für dieses Thema interessieren? Oder inwiefern sind diese Details wichtig für Sie? Geh rein. Oder du zitierst den britischen Gewerkschaftler Norman Willis, so heißt dieser britische Gewerkschaftler, der sagte mal einen weisen Satz, der sagte: Lassen Sie mich dieser Frage auf meine eigene Art ausweichen. Und dann lachst du, meine eigene Art ist jetzt, ich bin ja nicht der britische Gewerkschafter, sondern ich bin ich. Und ich sage, alles, was er Chef macht, tut er zum Guten, deswegen, ich bin in seiner Hand. Ich verlasse mich auf sein Timing, auf seine Liebe, auf seine Art. Alles ist okay, alles ist im grünen Bereich. So kannst du dich also geschickt hier aus der Affäre ziehen mit diesen wundervollen Tipps, die wir jetzt gelernt haben. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Mann, dem ich eigentlich etwas erklären wollte. Nämlich das, was ich zu Beginn sagte. Dass unser Gehirn, das ist eigentlich wie ein leeres Glas. Alles, was du da hineinfüllst, das ist da drin. Du füllst das auf, dieses leere Glas. So, it's up to you. Wenn du das jetzt auffüllst mit Scheiße, dein Gehirn, dann hast du das da drin. Und das Schlimme ist eben, dass dein Gehirn auch wie ein Computer funktioniert. Alles, was du da reingibst, kommt auf ein Vielfaches raus. Deswegen musst du aufpassen, was du reingibst. Weil das kommt dann auch raus. Versuch also mehr Licht reinzugeben. So, und immer dann, wenn du negative, pessimistische, selbstkritische, sorgenvolle Gedanken denkst, dann empfindest du dein Leben als dreckig, schwarz, nicht wirklich lebenswert, kalt und dunkel. Nicht toll. Aber im positiven Umkehrschluss, immer dann, wenn du positive, inspirierende, glücklich machende, selbstwertstärkende Gedanken denkst, dann empfindest du dein Leben als lichtvoll. Du empfindest es herzhaft, reich an Liebe. Du empfindest es einfach großartig und wirklich herrlich. Wirklich herrlich. Und deswegen überleg, mit was du deinen Kopf auffüllst. Überleg dir das. Denn um die Gedanken in den Griff zu bekommen, gibt es wirklich eine gute Abhilfe. Rabbi Nachman aus Breslau, der erklärt uns, dass wir in einem Augenblick nur einen Gedanken denken können. Und diesen Gedanken, den können wir wählen. Ich bin Herr über meine Gedanken. Du bist Herr über deine Gedanken. Du bist Herr über deine Gedanken und du entscheidest, was du jetzt gerade denkst. Du. Wir können mit unseren Gedanken wirklich ein neues Spielzeug erschaffen. Das geht. Denn wir haben unsere Gedanken im Griff. So. Und dazu brauchen wir uns lediglich nur eine einzige Frage stellen. Was ist mir jetzt im Moment
am wichtigsten? Was ist für mich jetzt im Moment am wichtigsten? Was? Diese Frage. Immer dann, wenn du bombardiert wirst, von links und rechts, von oben nach unten, mit einem Fragenwirrwarr, dann mach halt. Denn du bist Herr über deine Gedanken. Mach halt, mach die Handbremse. Denk an Rabbi Nachman aus Breslau. Das ist sowieso eine super Methode, um wirklich einen klaren Kopf zu bekommen. Denn Rabbi Nachman aus Breslau hat gesagt, immer wenn man sich an mich erinnert, wer sich an mich erinnert, nur erinnert, sagte Rabbi Nachman, wer sich an mich erinnert, nicht einmal richtig denkt, einfach nur so, ich erinnere mich gerade an Rabbi Nachman. Wer sich an mich erinnert, sagt Rabbi Nachman aus Breslau, er wird wie ein neugeborenes Baby. Neugeboren. Das bedeutet, deine Festplatte ist jetzt wieder neu formatiert, schön leer und frei. Damit du mit einer Frage, was ist jetzt für mich am wichtigsten im Leben? Was jetzt? Was ist jetzt gerade für mich am wichtigsten? Was? Diese Frage hilft dir, den ganzen Müll um dich herum beiseite zu schieben und dich wirklich auf das zu fokussieren, was dir am wichtigsten ist. Und das hilft dir dann auch wirklich gezielt voranzuschreiten an dein Ziel, an deinen Traum, an deine Vision, an deine großen Träume, Wünsche und Ziele und Visionen. Das ist so wichtig, denn zu Beginn, das habe ich auch dem Mann gesagt, der mich gefragt hat, darf ein Rabbi das sagen? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage nicht Scheiße, um jemanden zu beleidigen, im Gegenteil. Ich wiederhole mich, Freud hat schon bewiesen, immer dann, wenn wir Sprache benutzen, die im Alltag nicht immer wirklich akzeptiert ist, dann aktivieren wir somit unser episodisches Gedächtnis, so heißt dieses Teil. Dieses episodische Gedächtnis, das ist ein Prozess, besser gesagt, die Prozesse des episodischen Gedächtnisses, die sind verantwortlich für das Entkodieren, Speichern und Abrufen von spezifischen Episoden mit Ketten von Ereignissen, die wir Menschen halt im Laufe unseres Lebens erfahren haben. Und diese Ereignisse und Episoden haben immer in einem bestimmten Kontext stattgefunden und die werden auf diese kontextgebundene Weise entkodiert und abgerufen. Und genau um das geht's. Wir haben in unserem Unterbewusstsein bestimmte Kontexte abgespeichert, Erlebnisse abgespeichert, negativ, positiv, aber in der Regel im Unterbewusstsein sitzen halt die verborgenen Ängste, die Sorgen, die Kummer, all diese unangenehmen Dinge. Und heute sind wir reifer, klüger, weiser, weil wir eben mehr an Lebenserfahrung haben. So, und ab und dann haben wir immer noch so ein bisschen so ein Unwohlsein und deswegen. Und hier sagt Freud, das ist, was er meint. Und das war auch das, was ich in meinem Seminar sagte. Das war ein rein psychologisches Seminar in dem Sinne. Und natürlich rede ich immer über Rabbi Nachman, weil er ist ja für mich der größte Psychologe aller Zeiten. Aber dort habe ich über Freud gesprochen und diese Thematik, die ich jetzt hier kurz anschneide, und ihm habe ich das dann erklärt. Das Freud halt dann eben sagte, wenn du jetzt hier dieses Wort benutzt, Mist, aber im O-Ton, in einer unangenehmen Situation, in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ist ja ganz einfach, wenn ich jetzt sage, hey, dein Kopf, der funktioniert wie ein Computer. Was du da reingibst, gibt es wie ein Vielfaches raus. Wenn du Mist da reingibst, dann gibt Mist raus. Das ist ganz einfach. Und wenn du das dann sagst, mit einer, im O-Ton, so Freud, was passiert dann? Dann wird der aktiviert. Dann aktivieren wir somit dieses episodische Gedächtnis. Und wenn wir unser episodisches Gedächtnis aktivieren, dann bedeutet das im Klartext, dass wir bestimmte Erlebnisse, Kontexte, die stattgefunden haben irgendwann mal in unserem Leben, dadurch jetzt entkodiert und wieder neu abgerufen haben und jetzt korrigieren wir sie. Indem wir halt jetzt klar machen, stopp,
Ich tue mir jetzt nicht mehr den ganzen Dreck hier aufladen, damit es und dann auch wieder abladen überall und dann bin ich nicht gewollt, nicht gemocht und immer unglücklich. Nein, ich mache jetzt den Cut hier. Danke, ich erinnere mich an das und das und das und das. Das war wirklich unangenehm, aber jetzt bin ich woanders und jetzt weiß ich, ich tanke mehr Licht, ich tanke mehr Herz, ich tanke mehr Liebe, mehr Schönheit, mehr Wohlwollen und das gebe ich dann auch raus und das strahle ich dann auch aus und das, was du ausstrahlst, das siehst du an und das wird dann alles zu einem wunderschönen Feuerball und das ist das, was ich dem Herrn dann versucht habe zu erklären, indem ich ihm zu ihm sagte, hey, das immer dann, wenn du das tust, dann ist der aktiviert, dieses episodische Gedächtnis ist dann aktiviert und damit kriegen wir den Punkt, nämlich die Gewissheit, dadurch bekommst du die Gewissheit, dass jeder von uns einen gesunden Erfolgsgeist wirklich entwickeln kann. Du kannst deinen Erfolgsgeist wirklich entwickeln. Das, wenn ich jetzt von Erfolg rede, da meine ich jetzt nicht 5 Millionen Euro auf der Bank, sondern einfach nur den Erfolg. Wow. Oh, happy day. Dass dir gut geht. Dass du dich gut fühlst. Dass du zufrieden bist. Das ist der wahre Erfolg. Wenn ich jetzt die Spirituelle mit einbeziehe, der wahre Erfolg im Leben, was ist das für einen Juden? Nach jüdischer Philosophie gibt es nur einen erfolgreichen Menschen. Der erfolgreiche Mensch auf dieser Welt ist wer? Der die Beziehung mit seinem Schöpfer hat. Nur der ist erfolgreich. Du kannst 6 Millionen Euro haben, aber wenn du nicht die Beziehung mit deinem Schöpfer lebst, dann bist du eine ganz arme Wurst. Eine Wurst bist du. Ärmliche Wurst. Jemand hat 6 Millionen Euro minus auf der Bank, hat aber die Beziehung mit seinem Schöpfer. Der ist reich, der hat Erfolg. Hört sich verrückt an. Aber so ist es. Wir wollen es jetzt sagen, das ist ein anderes Thema, ich will das nicht drüber reden. Ich möchte jetzt hier nochmal einsteigen, jetzt hier, damit wir jetzt, ich will jetzt hier nicht abweichen. Deswegen nochmal zurück, den Fokus auf diesen Punkt, auf diesen gesunden Erfolgsgeist, den können wir entwickeln. Den können wir entwickeln und diesen gesunden Erfolgsgeist, den entwickeln wir mit einem Bodyguard. Mit dem echten Bodyguard. Der echte Bodyguard, wer ist denn der wichtigste Bodyguard in deinem Leben? Jeder von uns will immer einen Bodyguard haben, weil du wirst dich ja sicher fühlen. Wer ist denn der wichtigste Bodyguard in deinem Leben? Der wichtigste Bodyguard in deinem Leben, wer ist es? Der wichtigste Bodyguard in deinem Leben, das ist der Bodyguard deines Geistes. Der steht hier, der ist hier vor deinem Kopf. Und der ist immer am Überlegen, der Gedanke, der jetzt gerade hier anklopft an meiner Tür, an meinem Geist hier, der jetzt gerade hier anklopft und sagt, lass mich hier rein. Der mir jetzt gerade etwas zuspielt von den Medien, von Freunden, von hier, von da, von dort. Der fragt dich jetzt, will ich das überhaupt in meinem Kopf? Oder was ist mir wichtig, jetzt in dem Augenblick? Will ich das überhaupt in meinem Kopf? Das ist der wichtigste Bodyguard. Weil so, wie wenn jemand jetzt bei dir an der Tür anklopft, und du nicht jeden reinlässt, der bei dir an der Tür anklopft, weil du weißt ja nicht, wer das ist. Eine wildfremde Person lässt du nicht einfach so in dein Haus. Ist aber logisch. Das Allergleiche auch hier. Ein wildfremder Gedanke, der dich jetzt depressiv macht, der dich wütend macht, der dich einfach runterzieht, der dich jetzt einfach belästigt. Will ich das in meinem Kopf haben? Will ich das in meinem Kopf haben? Bringt mich das in meinem Leben weiter? Ja oder nein? Diesen Bodyguard, das ist die Emuna, das ist unser herzliches, göttliches Gewissen. Dieser göttliche Bodyguard, der uns immer wieder motiviert und wirklich ans Herz legt, hey, verschwende deine Zeit nicht mit Ängsten, Problemen und Sorgen. Hör auf, mit Ängsten, Problemen und Sorgen zu denken, sondern denk lieber von großen Zielen, Träumen und Visionen. It's up to you. Verbinde dich mit deinem Schöpfer. Er kann alles, er hat alles und er liebt dich. Rede mit ihm wie mit deinem besten Freund. Du bist jetzt in einer Sackgasse, okay, du bist jetzt wirklich in einem Problem. Du hast jetzt etwas außer Kontrolle, okay, einverstanden. Du hast jetzt nichts mehr unter Kontrolle und du hast jetzt wirklich ein Problem. Ich habe für dich Neuigkeiten. Gott hat nie Probleme. Gott hat
überhaupt kein Problem. Und Gott sitzt nie in einer Sackgasse. Er hat immer Open End. Er hat alles immer in seiner absoluten Kontrolle. Rede mit dem, der alles kann, und im übertragenen Sinne bist auch du sozusagen in der Lage, alles zu schaffen. Und das kannst du. Überleg dir einfach nur, will ich diesen Dreck jetzt wirklich in meinem Kopf haben? Will ich das wirklich in meinem Kopf haben? Will ich das? Mit was ernährst du dich? Was ist deine Bildung? Was ist deine Bildung? RTL 2, Facebook, was ist denn deine Bildung? Was ist deine Bildung? Wie sagte jemand zu mir neulich? Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig, weil ich schaue kein Fernsehen, Buch Hashem. Ich brauche kein Fernsehen, weil ich bin selber Regisseur von meinem Leben. Ich bin so involviert im Regisseur sein von meinem Leben. Ich habe eine wundervolle Frau, ich muss sie verwöhnen, ich muss mich wirklich um sie kümmern, ich muss sie liebkosen, ich muss sie beschenken, ich muss immer für sie da sein, ich muss ihr das Gefühl geben, dass sie meine absolute Nummer 1 ist. Ich habe so viel zu tun, das ist so viel Regiearbeit. Ich habe wundervolle Kinder, ich muss wirklich ihnen alles geben können. Werte, Liebe, Geschenke, eine wundervolle Kindheit. Was nicht? Ich habe solche tolle Eltern. Wow, ich muss einfach für sie da sein. Und. Ich habe euch. Regie. Ich führe Regie über mein Leben. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt RTL anzuschauen. RTL 2. Weiß ich nicht was. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe Bock, mein Leben zu schreiben. Und das tue ich. Ich überlege mir, will ich das überhaupt in meinem Kopf haben? Ich will in meinem Kopf haben, was? Euch, meine Familie, an erster Stelle natürlich die Familie immer, aber auch ihr seid ein Teil meiner Familie geworden, immer unsere, okay, wie sagt Rabbi Nachman aus Breslau, wie kannst du wissen, ob dir jemand wichtig ist, ob du jemanden liebst, wenn du für ihn betest, so. Und ich bete auch heute, von jedem Vortrag bete ich immer, Ribbono Shel Olam, dass meine Worte in die Herzen meiner Hörer gehen, damit sie genau das finden, was sie brauchen, um ihr Leben lebenswerter zu machen, schöner zu machen, voller zu machen, erfüllender zu machen, schmackhafter zu machen, wertvoller zu machen, lichtvoller zu machen, herzhafter zu machen, einfach nur wow sagen über ihr wundervolles Leben. Sag wow über dein Leben für Regie. Für Regie und lass dich nicht führen von irgendwen. Bei mir war nämlich neulich ein Pärchen, eine Frau besser gesagt, hat sich bei mir gemeldet und hat mir erzählt, dass ihr Mann im Fernsehen eine Sendung schaut, die heißt Frauentausch. Oh, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Sie erzählt mir das. Und habe mir gedacht, du, die das da mitmachen. Das weiß nicht, wie sie betiteln sollen, aber die richtigen Idioten, die schauen das an, die sehen das, die geben da Rating. Haben mir wirklich gedacht, im Herzen, ich habe es ja nicht gesagt, aber ich habe mir wirklich gedacht, du bist wirklich verheiratet mit einem totalen Idioten. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht, er schaut sich das an, nimmt es und erzählt seiner Frau vom Frauentausch und was ist denn das überhaupt für ein... Wo leben wir? Was ist denn das für ein Werteverfall? Das ist Scheiße. Ich habe kein anderes Wort. Scheiße rein, Scheiße raus. Das ist aber logisch. Das ist aber logisch. Wie wär's denn damit? Die eine oder keine? Der eine oder keiner? Ohne dich gehe ich nirgendwo mehr hin im Leben. Wie wär's denn damit? Und so weiter und so fort. Wie wär's denn mit solchen Sachen? Mit Herz einfach. Herz rein, Herz raus. Und der Idiot schaut sich Frauenschausch an. Was ist? Entschuldigung, aber ich war einfach nur empört. Ich war empört. Wie ich das gehört habe, aber dann habe ich natürlich Tshuva gemacht. Ich habe dann mein Herz wieder beruhigt und habe mir gedacht, ciao, hab Mitleid mit ihm.
Ich habe dann mit Gott drüber gesprochen natürlich, weil ich habe dann zu ihm gesagt, ich möchte gerne mit deinem Mann reden und hin und her und da, aber bevor ich dann mit ihm geredet habe, weil ich war auf Tour, aber da ich war empört. Wie kann man nur bloß so blöd sein und sowas anschauen? Sowas befürworten? Es geht mir nicht im Kopf. Und dann habe ich mit Gott drüber gesprochen und habe ihm erzählt von dem Gespräch und habe zu ihm gesagt, dass ich mich auch hier selbst erwischt habe, dass ich habe ihn verurteilt. Das ist nicht wirklich professionell für einen Therapeuten, jemanden zu verurteilen. Aber in dem Moment, in der Erzählung, habe ich gesagt, und deswegen bin ich zu Gott gegangen, ich muss das in den Griff bekommen, bevor ich mit ihm rede. Weil wenn ich nicht sauber bin vor einer Verurteilung, dann brauche ich mit ihm gar nicht reden. Weil Idiot ist Idiot. Du kannst deinem Idioten nicht helfen, wenn du davon überzeugt bist, dass er Idiot ist. Ein Mensch ist ein Geschenk. Und wieso verhalten sich manche wie Idioten, so wie er, Frauentausch? So hat mir Gott das dann ins Herz gelegt. Gott hat mir dann ins Herz gelegt, schau. Wenn jemand gerade etwas kocht, mit der heißen Feuerplatte, und will jetzt hier rauflangen, in diese heiße Feuerplatte. In diese heiße Feuerplatte, wenn er da reinlangen will. Du siehst es. Was machst du dann? Jetzt hat er sich total verbrannt. Was machst du? Stopp! Natürlich eilst du sofort zu ihm hin und gibst ihm Liebe und versuchst ihn zu trösten und versuchst ihn wirklich zu heilen und eine Hilfe zu sein. Was würdest du bei ihm im Leben machen? Sagen, mein Gott, bist du ein totaler Vollidiot. Wie langst du hier in die heiße Feuerplatte? Das ist aber logisch, dass du dir die Griffeln verbrennst. Ich bin froh, dass du dir deine Griffeln jetzt verbrannt hast, dass deine Hand jetzt verbrannt hast. Das geschieht dir gerade recht, weil du bist einfach so blöd, du bist so richtig doof, du bist ein richtiger Trottel, du bist einfach ein totaler Idiot und ich bin so glücklich, dass das passiert ist. Geschieht dir recht, ich werde dir jetzt nicht helfen und wer reagiert so? Und so hat mir das Gott dann ins Herz gelegt. Obwohl das total... Das Thema ist eine Idiotie. Aber der Mensch, der hat sich jetzt gerade verbrannt an dieser Idiotie. Hat sich verbrannt und das habe ich ihm dann erklärt. Habe ihm die Werte erklärt. Habe ihn nach oben gepusht. Habe ihm erklärt, alleine das Wort will ich nicht mal aussprechen, aus meinem Mund will ich das mal aussprechen. Habe ihm das erklärt, habe ihm das ans Herz gelegt und habe ihm auch erklärt, dass er jetzt sehr viel Nachholarbeit hat. Sehr, sehr viel Nachholarbeit. Und Baruch Hashem, weil ich viel für ihn gebetet habe, hat er dann auch auf mich gehört und heute hat er eine wundervolle Beziehung. Wie schön, hä? Was für eine Freude, dass es Idioten auf der Welt gibt. Die machen uns wach und zeigen uns, was für Idiotien auf diesem Planeten gibt. Deswegen ist es up to you, was du hineingibst in dein Gedächtnis, in dein Gehirn, das gibst du auf eine vielfache Weise raus. Deswegen gib die Sonne, gib Herz, gib Liebe, gib Wärme und gib ein Like. Bis übernächsten Dienstag. Nächsten Dienstag bin ich auf Seminaren. Eine ganze Woche im Norden Israels bin ich eine ganze Woche in Seminaren. Jeden Tag woanders. Und ein Tag ist Dienstag. Deswegen, ich entschuldige mich. Wenn du in Israel bist, sag mir, ich bin in Israel, dann sag mir, wann und wo, dann kannst du mit auf Tour gehen. Mit auf Tour, Nazrat Eli, Tzfat, Tveria und Rishon LeZion. Vier wundervolle Städte, da bin ich nächste Woche. Und du kannst mit dabei sein, wenn du mit dabei sein willst. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. Dann kann ich auch den Leuten sagen, hier seht ihr, die sprechen Deutsch. Und ich spreche auch Hebräisch. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Und das Leben ist einfach nur schön. Nur schön. Für uns
nur schön, ohne den Zusatz von dem Mann. Könnt ihr euch erinnern an der auf der Couch, der Typ? Wir denken wirklich positiv und wir sagen, das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede, aber es ist schön. Das wünsche ich dir, ein schönes Leben. Alles Liebe.